Das Smartphone kindersicher machen. Wie das geht, wir erklären es euch. Herzlich willkommen bei Food to Explains. Mein Name ist Patricia Bartos und ich bin Redakteurin bei der Future Zone. Seit auch die Kleinsten unter uns das Smartphone nutzen, machen sich viele Eltern Sorgen um die digitale Sicherheit ihrer Kinder. Apple und Google geben einem jedoch ein paar Werkzeuge in die Hand und auch Streamingdienste haben den Kinderschutz im Blick. Aber wie funktioniert das alles eigentlich? Bis zum Alter von 14 Jahren dürfen Kinder in Österreich keinen eigenen Account bei Google oder Apple erstellen. Jedoch gibt es die Möglichkeit, Familienaccounts anzulegen, die die Kinder erst selbst verwalten können, wenn sie alt genug sind. Mit der Family Link App von Google kann man auf iOS- und Android-Geräten ein Kinderkonto einrichten, das mit dem eigenen Konto verknüpft ist. Eltern haben damit in der Hand, welche Apps heruntergeladen werden und können zum Beispiel die Nutzungsdauer bestimmen. Aber Achtung! Einen Jugendschutz bietet die App nicht, dafür braucht es zusätzliche Einstellungen. Bei Apple funktioniert das Ganze nach dem gleichen Prinzip. Eltern können im Namen ihrer Kinder einen Account einrichten. Bereiche wie die Bildschirmzeit oder auch Downloads können so einfach geregelt werden. Über die Einstellung Kaufanfrage muss man beispielsweise Käufe oder Downloads im App Store bestätigen. Kindersichere Accounts sind das eine, Streaming-Anbieter das andere. Da ist gerade YouTube sehr beliebt und fragwürdig. Mit YouTube Kids versucht Google zwar einen kindersicheren Ort zu schaffen, aber der Filter funktioniert nur mäßig. So sind Kinder schon mit verstörenden Inhalten oder Verschwörungsmythen konfrontiert worden. Da ist also Vorsicht gefragt. Netflix und Amazon Prime bieten hingegen ausgewählte kinderfreundliche Inhalte an, die für verschiedene Altersgruppen geeignet sind. Mit eigenen Kinderprofilen kann die Altersfreigabe ganz einfach eingestellt werden. So wichtig die Kindersicherungen am Smartphone auch sind, leider lässt sich dadurch nicht alles regeln. Expertinnen empfehlen, Kinder darüber aufzuklären, was ihnen im Netz alles begegnen kann. Und dazu gehört zum Beispiel auch Hass im Netz. Auch bei Apps ist Vorsicht geboten. Einige davon verstoßen gegen die Privatsphäre der Kinder und lesen sogar WhatsApp-Nachrichten mit. Und das ist gegen Kinderrechte. Wer sich im Umgang mit Kindern und Smartphones also unsicher ist oder überfordert fühlt, kann sich von saferinternet.at oder der BeSafe Online-Initiative des SOS Kinderdorf beraten lassen.